Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Am liebsten habe ich die britische Verfilmung von 1956. Meine Lieblingsrolle darin ist der Scrooge, dieser böse, alte, geizige Kerl, der nichts von Weihnachten hält und infolgedessen von drei Geistern heimgesucht wird, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich liebe diese Geschichte deswegen so sehr, weil sie mich an meine Kindheit erinnert. Seit meinem vierten Lebensjahr kenne ich diesen Film und schaue ihn jedes Jahr mehrfach in der Adventszeit an. Sehr zu empfehlen. Also mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Das letzte Einhorn. Weil, den gucke ich eigentlich immer schon, solange ich mich daran erinnern kann, läuft er im Fernsehen, wenn wir darauf gewartet haben, dass das Christkind endlich fertig ist. Und ja, wenn sie den verfilmen, wen würde ich gerne spielen? Wahrscheinlich das Einhorn. Also das wäre ich ja dann erst am Schluss, wenn es sich verwandelt. Aber ja. Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und warum? Weil ich den schon 100.000 Mal gesehen habe und die Textstellen auf jeden Fall mitsprechen kann. Und ich würde am liebsten natürlich das Aschenbrödel spielen. So, mein Lieblingsweihnachtsfilm sind eigentlich zwei, nämlich Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Warum? Ist einfach geil. Finde ich super. Ich war genauso ein Strolch, hatte nur nicht so viel Platz und meine Eltern haben mich leider nicht in Ruhe gelassen oder vergessen. Aber ich finde das super. Und letztes Jahr kam er nicht und ich war traurig. Ja, leider habe ich keinen speziellen Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr gucke. Aber ich liebe eigentlich ja, alle Filme, die mit Weihnachten zu tun haben, weil ich finde, es macht immer total gute Laune und ja, man kann sich irgendwie so gut einstimmen auf Weihnachten und deswegen gucke ich an sich gerne Filme, ja, wo es um Weihnachten geht oder um das drumherum und genau. Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Und wer den Film kennt, wird verstehen, dass ich in dem Film nicht unbedingt mitspielen möchte. Was eigentlich auch gar nicht geht, weil es animierte Figuren sind, aber er ist ein bisschen gruselig und düster. Mir gefällt er. So, mein Liebster, mal Ehemann und mal nicht Ehemann. Mhm. Was mich mal interessieren würde, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Alle. Sissi? Sissi ist doch kein Weihnachtsfilm. Kommt jedes Jahr Weihnachtsfilm? Ja, kommt jedes Jahr Weihnachtsfilm, aber es geht ja nicht um Weihnachten. Meine nee, Meinung aber es ist trotzdem Weihnachtsfilm. Um, Sissi. Hm? Ich dachte, du stehst vielleicht auf Sissi. Drei das Nüsse stimmt. Für Aschenbrödel? Ja. Der Grinch? Nein. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja, das ist dieses tschechische Märchenverfilmung. Ja, die fand ich schon immer sehr süß. Ich hab einen. Ja? Mhm. Ja, dann sag. Rate. Wenn ich dich so angucke, Sterntal. Oh, bist du doof? Nein! spielt sogar in einer Szene eine deutsche Schauspielerin mit. Einer ganz kleinen, kurzen. Sonst. Ja. Ich weiß soll ich dir sagen? Soll ich dir ja, sagen? Ja, interessiert mich brennend. Tatsächlich Liebe. Oh, tatsächlich Liebe. Der ist total schön. Ja, ist doch unrealistisch. Also, meine Lieblingsweihnachtsfilme sind total klischeehaft. Nämlich Kevin allein zu Hause. Die Griswoods, da mit Chevy Chase diese Filme, die habe ich gemocht. Und die Weihnachtsgeschichte, Charles Dickens. Daran merkt man, finde ich, dass du ein Junge bist und ich ein Mädchen. Ja, und da sagst du das Stichwort. Mir fällt nämlich gerade auf, ich mag diese Filme, weiß ich gar nicht, ob ich die noch mag. Ich mag die Zeit, in der ich die gemocht habe. Ah, okay. Nee, ich gucke tatsächlich Liebe, tatsächlich, jedes Jahr immer wieder gerne. Mhm. Das gibt dir dann was. Ja. Ja. Gute Unterhaltung. Der Rest des Jahres ist wohl. Nein, auf jeden Fall. Ja, können wir uns ja freuen dieses Jahr auf unsere Filme. Irgendwas mit Nikoläusen, mit Tannenbäumen und mit Engelchen.